diesem bestimmten Teil des Planeten zugewiesen, in Bezug auf die Menschen, in Bezug auf die Eltern, in Bezug auf die Menschen. Das bezieht sich auf die Existenz auf diesem Planeten. Und die andere Frage, die wiederum meinen Glauben an Gott auslöst, lautet: Wer ist die Person, die unser Leben kontrolliert, bevor wir geboren werden und nach unserem Tod? Schau, du glaubst eine Menge Dinge. Du glaubst also, dass du, bevor du geboren wurdest, irgendwo warst. Wenn du tot bist, wirst du irgendwo anders sein. Alles glaubst du. Zu viele Annahmen. Wenn du so viele Annahmen hast, keine Möglichkeit, sich der Wahrheit zu nähern. Ist es nicht so? Wenn du dich der Wahrheit nähern willst, darfst du zunächst einmal nichts annehmen. Ist es so? Ist es so? Wenn du dich für die Wahrheit interessierst, wenn du nach der Wahrheit suchst, bedeutet das, dass du nichts angenommen hast, nicht wahr? Wenn du deine Annahme bereits getroffen hast, versuchst du nur die Bestätigung für deine Annahme zu finden. Das ist keine Suche nach der Wahrheit. Ein wahrer Suchender der Wahrheit hat keine Annahmen, er sucht nur. Sollen wir nur beobachten oder sollen wir versuchen, deine Annahmen zu bestätigen? You want confirmation. Du willst Bestätigung. You're right. Du hast recht. Does that get you any closer? Bringt dich das näher? Wenn ich dir sage, dass deine Glaubenssätze richtig sind, bringt dich das der Wahrheit näher? Does it? Macht es das? Du wirst dich nur besser fühlen. Ah, okay, ich hatte recht. Aber nichts wird gelöst, nicht wahr? Life doesn't get solved. Das Leben wird nicht gelöst, oder? Nein. Also deine Glaubenssysteme zu bestätigen, hat keine Bedeutung. Das ist ein großes Problem mit den Menschen. Sie wollen immer Recht haben. Es ist das größte Problem. Tatsächlich ist das die Grundlage für alle Konflikte in der Welt. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Das ist das Problem, nicht wahr? Ist es nicht so? Was ich glaube, ist richtig, was du glaubst, ist falsch. Ist das nicht die Grundlage für alle Probleme in der Welt? Sei es in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Welt oder wo auch immer. Ja? Sollen wir das Problem ein wenig beseitigen? Das Erste, was du tun musst, ist, schließlich sind es deine Glaubenssätze und deine Glaubenssätze sind nicht einzigartig. Aufgeschnappt, stimmt's? Dein Priester, dein Mullah oder Vater oder Mutter, jemand hat es dir eingetrichtert, ist es nicht so? Von jemandem aufgesammelt. Es kommt darauf an, wie stark sie auf dich einwirkten. Und sie wirkten ziemlich stark ein. Weil sonst das Geschäft auf dem Spiel steht. Was du annimmst, hat also möglicherweise nichts mit der Realität zu tun. Wenn du jetzt versuchst, etwas jenseits des Physischen, im physischen Kontext zu verstehen, wird es nicht geschehen. Du versuchst durch Sinneswahrnehmung etwas wahrzunehmen, das jenseits des Physischen liegt. So etwas kann nicht geschehen. Jetzt willst du die Tiefe des Ozeans messen, aber du benutzt eine Meterskala. Du wirst offensichtlich zu falschen Schlüssen kommen, ist es nicht so? Wenn du die Tiefe des Ozeans messen willst, musst du dir zuerst das richtige Instrument besorgen, oder? Ja oder nein? Das ist deine erste Aufgabe. Das ist alles, was ich sage. Du willst etwas jenseits des Physischen kennen. Das Erste, was du tun musst, ist, eine Wahrnehmung zu haben, die über die fünf Sinne hinausgeht, die das wahrnehmen kann, was nicht physisch ist. Erst dann nimmt man wahr. Sonst kann man nur glauben oder nicht glauben, nicht wahr? Wenn ich dir sage, dass Gott tatsächlich in meiner Tasche ist, können mir diese vielen Menschen glauben? Das ist doch lächerlich, das glauben wir nicht. Aber wenn du willst, kann ich dir eine kompliziertere Geschichte erzählen, an der wir arbeiten können, damit du an sie glaubst, nicht wahr? Im Moment habe ich Gott in der Tasche. So viele Menschen glauben mir, so viele Menschen glauben mir nicht. Sind diese Menschen näher an Gott herangekommen als zuvor? Sind sie? Oder haben sich diese Menschen weiter entfernt? Nein, es ändert sich nichts, nicht wahr? Warum verschwenden wir also unsere Zeit mit dem Versuch, unsere Annahmen zu bestätigen? Du musst deine Wahrnehmung schärfen. Denn nur wenn du wahrnimmst, wirst du wissen. Es gibt keine andere Möglichkeit zu wissen. Ist es so? Du wirst etwas nur dann wissen, wenn du es wahrnimmst. Bis dahin weißt du es nicht. Ist das eine Realität? Ist es eine Realität? Menschen, die sich nicht mit mir unterhalten wollen. Ist das eine Realität? Wenn du etwas wahrnimmst, weißt du es. Wenn man nicht wahrnimmt, weiß man nicht. Du bist nicht bereit zuzugeben, ich weiß es nicht. Also glaubst du es, nicht wahr?
Wenn du nur versuchst, den sozialen Test zu bestehen, ist der Glaube eine gute Möglichkeit, das zu tun. Aber wenn du es wirklich wissen willst, dann ist Glaube kein guter Weg. Der Glaube gibt einem Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen von Narren ist gefährlich. Verstehst du? Wenn Idioten sehr selbstbewusst werden, ist das sehr, sehr gefährlich. Ist das nicht so? Siehst du, dass Intelligente zögerlich, Dumme selbstbewusst sind? Hast du das gesehen? Großes Vertrauen. Denn wenn man einfach an etwas glaubt, wird man großes Vertrauen haben. Du wirst an nichts zweifeln, weil du dich für nichts einsetzt. Du bist hundertprozentig sicher. Siehst du George Bush, wie selbstbewusst er ist? Er ist sehr selbstbewusst, nicht wahr? Wirkt er nicht sehr selbstbewusst? Sehr selbstbewusst. Er kam nach Indien und erklärte, ich bin ein Gläubiger, ich bin ein wahrer Gläubiger. Ich dachte, du musst es nicht sagen, können wir es nicht sehen? Man muss ein Gläubiger sein, sonst geht man nicht blind in Situationen hinein. Wenn du jemand mit Vernunft wärst, würdest du dich umsehen, nicht wahr? Du würdest sehen, was da ist und was nicht, weil du ein Gläubiger bist. Nicht nur an Gott, sondern an so viele andere Dinge. Die vernünftigste Art, sein Leben zu beginnen, ist, was ich weiß, weiß ich, was ich nicht weiß, weiß ich nicht. Wenn du erst einmal aufrichtig dazu gekommen bist, wirst du sehen, dass sich dein Wissen ständig und täglich erweitert. Andernfalls stagniert man in dem Moment, in dem man glaubt. Glaube ist eigentlich tot. Marx sagte, es ist das Opium, Religion ist das Opium, weil es die Leute einschläfert. Er hat sehr recht, es schläfert die Leute ein, oder nicht? Hat es das nicht? Schlaf ist angenehm. Was ist daran falsch? Wieso Schlaf? Wieso stirbst du nicht? Es ist sogar noch bequemer, weißt du das? Denn du bist sowieso ein Gläubiger, schließlich wartet dein Gott. Warum gehst du nicht? Ja, ist das nicht so? Denn du weißt ja, wenn du stirbst, wirst du zu Gott kommen. Was ist das Problem? Warum wartest du? Gehst ins Krankenhaus, all dieser Unsinn, warum gehst du nicht? Warum verzögerst du dein Vorankommen zu Gott? Das ist nicht richtig. Du bist kein wahrer Gläubiger, ist das nicht so?